Hallo, mein Name ist Gamero und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom FIFA 17 Karrieremodus mit dem ersten FC Köln. Heute ist der Tag aller Tage. Wir haben das Derby und spielen in Gladbach. Das heißt, wir sind der zweite gegen im Moment der vierte. Auf dem vierten Platz ist Gladbach aktuell mit 6 Siegen, 3 Unentschieden, 2 Niederlagen. Also ein Tick besser sind wir mit 7 Siegen und 2 Unentschieden. Und ebenfalls 2 Niederlagen. Da bin ich mal... wird ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Vor allem, weil wir auch nicht hundertprozentig fit sind. Aber ich denke mal, dass wir trotzdem gut aufgestellt gegen die Jungs spielen können. Ich denke mal, dass wir Osako mal erlösen. Oder nehmen wir... Nee, wir nehmen Zoller hier hin. Jojic wird für... Oh, ich weiß auch nicht, ganz ehrlich. Also, oder wir probieren mal... wir probieren mal was aus. Modest vielleicht raus? Nein, Modest muss ich irgendwie fangen. Modest muss ich fangen. Ich denke mal, dass wir jetzt einfach so spielen. Kerim Frey kommt jetzt erstmal für Risse noch rein. Und Bittenkurt ist okay. Höger ist okay. Sané geht gerade so. Wir müssen auf jeden Fall wechseln, definitiv. Wir müssen irgendwas tun. Mladenovic, Mavrai. Ach komm, YOLO. Wir werden die ersten... 50 Minuten werden wir richtig Gas geben, werden 5 Tore schießen und dann ist alles in Butter. Dann können wir die auch weiterhin tot spielen lassen, würde ich sagen, oder? Jupp, alles klar. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns im Stadion in Gladbach. It's Derby Time, meine Freunde. Wir spielen heute gegen Gladbach im Borussia-Park. Und damit herzlich willkommen in Mönchengladbach zum Derby. Gladbach gegen den ersten FC Köln. Oh, das sieht ganz schön übel aus. Es ist anscheinend neblig, es regnet mal wieder. Und wir spielen dann auch noch im Derby. Das wird also ein harter Kampf. Hier sehen wir die Tabelle. 13 Tore haben wir geschossen, 7 Gegentore. Das ist nicht so prall. Das ist ehrlich gesagt nicht so prall. Wir schießen einfach keine Tore, habe ich irgendwie so das Gefühl. Besonders Modest ist im Moment nicht wirklich gut drauf. Ich hoffe, dass er vielleicht sogar gegen Gladbach... ja... die Chancen mal verwertet. Bitte, bitte, bitte. Da ist er auch am Start. Modest, Anthony Modest. Oh, er muss so langsam mal treffen. Also das ist richtig, richtig bitter, dass er einfach nicht zum Zug kommt. Und irgendwie, ich sehe den auch nie vom Tor. Ich sehe den immer im Mittelfeld und dann passt er ein bisschen rum und dann war es das auch. Hier ist die Mannschaft von Gladbach. Süle sehe ich gerade. Süle spielt für Mönchengladbach. Also das wird ein ziemlich harter Gegner. In der Defensive. Da war er auch schon. Also Top-Verpflichtung bei Gladbach. Kommt von Hoffenheim. Huiuiuiuiuiui. Also. Süle als Gegner zu haben in der Verteidigung, das ist richtig, richtig bitter. Und hier sehen wir unsere Mannschaft. Die kennt ihr ja bereits. Und ich würde einfach sagen, wir reden nicht lange drumherum. Wir gucken uns einfach das Spiel an. Dreierkette gegen unsere Viererkette. Normalerweise haben wir mit Dreierketten zumindest in der Borussia-Dortmund-Karriere ziemlich gute Erfahrungen gemacht. Mal gucken, wie es mit dem ersten FC Köln ist. Jetzt aber erstmal Gladbach über Traoré. Und Bittenkurt holt sich sehr souverän den Ball. Na, der Pass war aber nicht so optimal. Und Gladbach macht ganz schön Druck hier. Immer 2, 3 Mann, die auf uns draufgehen. Ah, schlechter Ball von Olkowski. Kriegt Zoller den Ball? Na, Kramer schirmt sehr, sehr gut ab. Und jetzt erstmal Spielaufbau über die Dreierkette, über die Abwehr. Wendt, Oskar Wendt. Kerim Frey holt sich den Ball. Jetzt Zoller. Mit seinem Einsatz hier. Und, ah, guter Ball. Bittenkurt auf Modest und das ist es. Das 1:0 für den ersten FC Köln und das ist genau dieser Typ. Anthony Modest macht das 1:0 und das bei seiner ersten Chance oder direkt generell bei der ersten Chance vom ersten FC Köln in der 8. Minute. Super gespielt vom ersten FC Köln, super gemacht, freigelaufen von Bittenkurt. Der Pass war auch hervorragend auf den in der Mitte stehenden Modest und das Ding war drin. Also den konnte er dann wirklich nicht verfehlen. Das war richtig einfach für den ersten FC Köln. Da hat Gladbach komplett in der Verteidigung gepennt. Zoller, er kämpft sich den Ball. Sehr schön gemacht. So, jetzt wieder der nächste Angriff. Über Modest. Über Bittenkurt. Wieder Modest. Der verliert den Ball an Kramer. Oh, jetzt sind wir ein bisschen unsortiert in der Verteidigung. Kramer.
Oh, schön gemacht auf Raphael, der schießt, aber Horn ist da. Horn ist da, stark gemacht. Eckball für Gladbach. Ah, jetzt könnte es der wirklich harte Kampf werden. Das will Gladbach ganz bestimmt nicht. Ah, 14. Minute, 1:1. Das ist ärgerlich. Aber auch gut gespielt hier von Gladbach. Sie haben uns komplett verarscht hier bei diesem Eckball. Tja, und die Belohnung kam direkt, auch der erste Schuss quasi. Na, eigentlich der zweite Schuss von Gladbach war im Netz. Also, es ist tatsächlich der harte Kampf, wie wir ihn vermutet haben, hier im Derby. Wahnsinn. Und jetzt geht's los über Bittencourt. Bittencourt. Ah, wollte auf Sané spielen, das wäre knapp geworden. So, Oskar Wendt, Stindl. Rüber auf Raphael. Raphael hat es quasi vorgelegt. Dieses 1:1. Jetzt will Gladbach natürlich nachlegen über Kramer. Sehr schön gemacht von Heinz. Oh, verliert aber den Ball und kommt nicht. Was ist denn das? Jetzt ist Heinz auch noch verletzt. Was ist denn das für ein Scheiß? Der hing an Kramer fest. Der hing an Kramer fest. Ich konnte mich nicht von Kramer lösen. Und dann hat sich Heinz dann in dieser Situation, genau in dieser Situation auch noch verletzt. Was ist denn das für ein Scheißbug? Das ist ja nicht zu fassen. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich Monate auf Dominik Heinz verzichten in der Abwehr. Das wäre ja ziemlich scheiße. Und das aufgrund so einer... Oh! Von so einem Bug. Schön auf Modest, der versucht zu schießen. Hat nicht geklappt. Und... Freistoß oder? Ich glaube Freistoß. Na, Modest und sein Gegenspieler... Rauschen nochmal gegeneinander, aber das passt schon. So, Kerim frei jetzt mit dem Freistoß. Ich guck mal kurz in die Mitte, ob da irgendwer frei ist, aber es sieht nicht gut aus. Sondern versuchen wir es mit frei. Ah, Sommerheld. Aber war auch nicht gut geschossen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich kann Freistöße in FIFA 17 irgendwie nicht. So, jetzt der Eckball für Köln. Und gut geklärt von Kramer. Na, Kramer macht bisher ein sehr, sehr gutes Spiel. Da kommen wir noch nicht so mit zurecht. Sané wird direkt von drei Leuten immer gedeckt. Das ist Wahnsinn. So, Höger. Schön gemacht. Ah, oh, und Zoller. Ganz, ganz schlecht dabei. Wen er da gesehen hat, weiß ich aber auch nicht. So, Zoller. Jetzt mit der Flanke. Und ah, Janschke kommt vor Modest an den Ball mit dem Kopf. Ah, das wäre gut gewesen. So, Bittencourt jetzt. Ah, schade. Traoré. Oh, auf den müssen wir aufpassen. Sörensen wird da nicht hinterherkommen. Traoré ist richtig schnell. Und Volkowski sehr stark. Frei hat hinten abgesichert und schlechter Ball. Und sehr schön geholt. Sané auf Zoller, aber Süle ist zur Stelle. Schade. Das wäre gut gewesen. Ja, von Zoller weiß ich... Bei Zoller weiß ich im Moment nicht, was ich von ihm halten soll. Manche Situationen löst er sehr, sehr gut. Manche Situationen sind dann eher schwach von ihm gerade. Also ob ich den öfter so auf der ZOM-Position lassen soll, ah, da bin ich mir nicht so sicher. Traoré jetzt. Dafür ist er, glaube ich, nicht so geeignet. Ich hätte vielleicht Bittencourt reinnehmen sollen als ZOM. Naja, jetzt geht's aber weiter. Über Hahn. Über Stindl. Oh, das macht Gladbach gerade sehr gut. Aber, oh! Ja, ich wollte gerade sagen, das war aber auch sehr gut von Olkowski, glaube ich. So, Champions Cup interessiert uns nicht, was Gladbach da macht gegen AS Monaco. Das ist noch nicht unser Thema. Oh, da habe ich gar nicht gedrückt übrigens, ne? Also da hat irgendwie, keine Ahnung. Oh, sehr schön geholt von Höger, aber Kramer sichert sich wieder den Ball. Also Kramer macht ein gutes Spiel, der ist wirklich der Fels in der Brandung. Hier bei Gladbach aktuell, Traoré, das ist gefährlich, seine Sololäufe über die rechte Seite. Raphael hat es auch hervorragend gemacht, schöner Pass, aber gut geklärt von uns. So, jetzt kann es schnell gehen über Zoller, Zoller verliert den Ball. Schneller, ausgeführter Freistoß. So, Bittencourt. Wird gelegt, es wird aber nicht gepfiffen. Das ist doch Verarsche. Das ist doch echte Verarsche. Süle klärt. Und wieder Gladbach. Also ich hätte es gepfiffen, wenn ich ehrlich bin.
Der ist voll gegen Zoller, gegen den Mann. Naja, damit mal wieder 1:1 in der Halbzeit. Aber es war schon ein deutlich besseres Spiel als in den letzten Spielen für den ersten FC Köln. Von daher bin ich eigentlich guter Dinge, dass das auch so bleibt. Sané ist komplett platt. Ich denke mal, dass wir da tatsächlich jetzt Jojic reinnehmen. Wir nehmen mal Jojic rein. Ganz ehrlich, warum nicht? Özcan hat mir eigentlich ganz gut gefallen in der letzten Partie, aber warum sollten wir jetzt nicht mal Jojic versuchen? Wenn er schon gemeckert hat, dann können wir jetzt mal ausprobieren, wie er so ist. Vielleicht ist er doch so überragend, dass wir ihn definitiv spielen müssen. Ja, Höger fast mit dem Ballverlust, aber wir kriegen noch die Kurve. Oh, schöner Ball. Ah, Zoller verliert den Ball leider. Ärgerlich. So, jetzt aber der Angriff wieder für Gladbach über Stindl. Der setzt sich stark durch. Schöner Ball auf Dahoud. Dahoud mit der Flanke. Oh, noch irgendwie geklärt von uns. So, und jetzt der schnelle Konter hoffentlich für den ersten FC Köln. Sehr schön gespielt. Da ist frei, komplett frei. Frei. Macht das hervorragend. Schießt doch, Mann. Es ist nicht wahr. Schon wieder kein Abschluss für Kerim Frey. Aber wir haben vielleicht nochmal die Möglichkeit. Wieder über Frey. Also schlechter Ball eigentlich auf Modest, aber das wäre fast noch angekommen. Ich glaube, das war wieder Zoller. Hahn. Oh. Ja, gut gestört, aber leider immer noch Einwurf für Gladbach. Und Frey. Das ist doch nicht wahr. Kramer. Und der Schuss! Oh, richtig guter Schuss von Christoph Kramer. Geht aber am Tor vorbei, Gott sei Dank. Also das wäre super gefährlich geworden. Sehr schön geholt von Jojic. So, Zoller. Schöner Ball auf Modest, aber der verliert den Ball an Süle. Oh, wieder eine ärgerliche Situation. Hätte Süle da nicht so hervorragend aufgepasst, dann wäre alles in Butter gewesen. Dann wäre Modest komplett frei gewesen. Er hätte sein nächstes Tor machen können. Oh, Wendt. Sehr gut gegen Olkowski. Und Olkowski rettet die Situation. Ich denke, wir wechseln. Modest ist schon ziemlich platt. Ich denke mal, dass wir da tatsächlich was machen können. Ich gehe mal Modest jetzt erstmal. Ich weiß auch nicht. Zoller vielleicht nach vorne und Modest raus und dafür Osako oder Özcan. Wir machen das mal so. Wir versuchen es mal so. Mal gucken, wie Zoller im Sturm ist. Vielleicht kann er da ein bisschen was reißen. Ich meine, ein Spiel hat er ja im Sturm schon gespielt. Da hat er sogar, glaube ich, ein Tor gemacht oder vorgelegt. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie das war. Özcan. So, rüber auf Frey. Der hat ein bisschen Platz. Zoller. Ah, schlechter Ball wieder. Also passen sollte man ihn auf jeden Fall nicht lassen. Definitiv nicht. Vielleicht ist er wenigstens im Abschluss gut. Janschke, oh, gegen Zoller. Hat er sich gut durchgesetzt, der Toni Janschke. Und guter Ball auf Hazard. Thorgan Hazard. Und das ist das 2:1 für Gladbach. Das ist jetzt noch ärgerlicher. Das ist jetzt wirklich ärgerlich. Hazard hat das sehr, 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 sehr gut gemacht. Sich stark durchgesetzt, aber ja, der große Anteil war eigentlich der Pass zuvor. Hier sehen wir es. Richtig guter Pass. Heinzi hat sich irgendwie... Hector hat sich komplett falsch orientiert. Musste sich nochmal drehen und dann war die Zeit einfach knapp und die Zeit war vorbei. Das ist ein ganz, ganz ärgerliches Tor. Und damit sieht es so aus, als würden wir hier im Derby unterliegen. Das wäre doch eine Katastrophe. Aber noch haben wir ein bisschen Zeit. Aber ihr seht es schon. Gladbach spielt das sehr stark runter. Aber... wir haben vielleicht nochmal die Chance. Über Zoller. Und Dahoud. Sehr stark gemacht. Aber wir haben den Ball wieder. Auf Zoller! Riesenchance. Riesenchance. Das wäre es doch gewesen. Das wäre es doch gewesen. Ganz knapp am Tor vorbei. Oh, da war sogar noch jemand dran. Okay. Ecke für Köln. Oh, gute Chance. Hahn klärt. Aber weiterhin der erste FC Köln über Heinz. Heinzi, mach es. Zoller. Aber war eh abseits. Schade. So, immer noch 74 Minuten gespielt. Es wird
eine ganz, ganz enge Partie. Es wird ganz eng. Das kann ich euch versprechen. Wir gehen auf sehr offensiv. Wir müssen hier auf jeden Fall wenigstens den Punkt retten. Wenigstens den Punkt. Süle. Weiter Ball nach vorne auf Hazard. Ist er der Derby-Held? Kann er der Derby-Held sein? Schön von Sörensen. Jojic. Ah, oh, guter Ball eigentlich. Kerim Frey holt sich den Ball auch noch, aber das war schwach. So, Hermann. Oh, der ist schnell. Das ist natürlich richtig bitter. Wir kommen nicht hinterher. Aber ich weiß nicht, ob der während des Laufens irgendwie eingeschlafen ist. Sah auf jeden Fall so aus. Oh, starker Ball. Auf André Hahn. André Hahn mit der Flanke. Und das ist das nächste Ding von Stindl. Was war denn das für ein Tor? Ist das ärgerlich. Hier sehen wir es nochmal. André Hahn. Und was eine Granate von Lars Stindl. Und damit ist das Spiel durch. 3:1. Das werden wir nicht mehr aufholen. Das tut mir im Herzen weh. Es tut mir im Herzen leid, aber das sieht sehr, sehr schlecht aus. Da schießt Anthony Modest ein Tor und dann passiert sowas. Schlechter Ball wieder von Zoller. Also Zoller gefällt mir überhaupt nicht, leider Gottes. Ich glaube, der ist nur zum Rennen gut. Ah, Jojic. Jojic versucht es, aber Süle wirft sich in den Schuss. Stark gemacht von Süle. Das hätte was Großes werden können für Miloš Jojic. Jetzt aber wir mit der Ecke. Oh! Wieder knapp. Wieder Ecke. Horn ist vorne. Horn ist vorne. Wieder die nächste Möglichkeit, aber Jan Sommer. Wenn es Jan Sommer jetzt schnell machen würde, dann hätte Timo Horn ein Problem, aber er ist nett zu seinem Torwartkollegen. Hazard. Oh, wieder ein starker Ball. Wieder ein starker Ball. Hazard. Der Hut. Hazard wieder. Oh. Das war Glück im Unglück. Wir wieder. Über Jojic. Jojic. Ah, das. Also, Gladbach verteidigt extrem gut, extrem stark. Wir haben da keine Chance gegen und wir verlieren das Derby 3:1. Und jetzt haben wir tatsächlich eine Krise. Es ist tatsächlich, jetzt sind wir tatsächlich in der Saison angekommen, wo wir eine Krise haben. Also, nach einem guten Start in die Saison, nachdem wir richtig, richtig viele Punkte geholt haben, geht es jetzt langsam, langsam bergab. Es ist natürlich klar, dass wir das in der Saison auf jeden Fall mal haben mussten, aber muss es dann unbedingt gegen Borussia Mönchengladbach sein. Richtig, richtig bittere Niederlage. Ihr seht schon an der Trainerwertung, 66 haben wir. Oh, das könnte knapp werden, nicht, dass wir irgendwie rausfliegen. Als Zweitplatzierter, das wäre richtig krass. So, wir gucken nochmal ganz kurz. Monatsbericht Jugendmannschaft. Ja, das sieht doch eigentlich ganz ordentlich aus. Nachrichten von Spielern. Nicht ganz auf dem Damm. Hey Trainer, auch wenn ich am liebsten immer spielen würde, wäre eine Pause jetzt angebracht. Ich fühle mich momentan sehr müde. Ja, dachte ich mir. Mergi Mavrai möchte verkauft werden. Er hat keine Lust mehr. Ja, das wäre ja auch realistisch. Der ist ja tatsächlich zum HSV gewechselt. Ja, und wir sind jetzt tatsächlich nicht mehr auf dem zweiten Platz, sehe ich gerade. Wir sind jetzt auf dem vierten Platz. Immer noch hervorragend, aber leider, leider, leider nicht das, was ich eigentlich haben wollte. 7 Siege, 2 Unentschieden, 3 Niederlagen. Die meisten Punkte haben wir zuletzt liegen gelassen, obwohl wir sogar gegen die Bayern gewinnen konnten. Das ist super ärgerlich. Und ich hoffe mal, dass wir in den nächsten Spielen auf jeden Fall besser abschneiden. Hier Niederlage gegen Gladbach, Unentschieden gegen Augsburg, Unentschieden gegen Frankfurt. Sieg immerhin gegen Hamburg und dann 3:0 gegen Bayern gewonnen. Das ist irgendwie strange. Hertha haben wir geschlagen. Aber jetzt mittlerweile ist es dann echt so, dass wir echt in einer Krise sind. Das ist richtig, richtig traurig. Aber das werden wir auch schon überstehen. Vielleicht auch schon gegen Hoffenheim. Und das wird unser nächster Gegner sein in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dabei. Lasst für diese Folge eine Bewertung da. Lasst ein Abo da, wenn ihr weitere Folgen nicht verpassen wollt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut und ciao. Get me home, but my balls keep telling me to let me home. Oh, just let me home. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me home. Fuck all that shit, just let me go.